Leute, ich darf euch nicht anschauen, aber heute geht das nämlich in ein Autokino. Wir beide fahren das erste Mal dorthin und ich bin richtig gespannt, weil das eigentlich ein Trend war von 1900, ich weiß nicht was. Meine Eltern haben diesen Trend, glaube ich, noch sogar miterlebt. Und wegen Corona kommt der Trend jetzt wieder. Nein, let's go! Dabei sind wir eigentlich für französische und nepalesische Verhältnisse sehr früh dran. Oh fuck. Hoffentlich schnallt die Schranke nicht zu. Vor Ort angekommen war da so eine lange Schlange, wo ich dachte so, oh Gott, da werden wir ja eine Ewigkeit warten. Letztendlich hatte ich aber nicht das Gefühl, dass das Ganze eine Ewigkeit gedauert hat. Die haben das eigentlich ziemlich schnell gemacht. Alle die Mitarbeiter hatten auch Masken an. Es gab auch wegen Corona auch einige Regelungen. Also die Autos waren in größeren Abständen verteilt. Man durfte aber auch die Fenster aufmachen, das war kein Problem, und durfte aber nur raus, wenn man aufs Klo will und auch nur mit Maske. Das waren die Regelungen. Man hat sich auch ziemlich gut an die Regelungen halten können. Japanische, also ich glaube, das waren, sehen ähnlich aus wie die japanischen Süßigkeiten und meine Lieblingschips. Oh Gott, ich hab voll Bock auf die Dinger. Dazu macht sie es gleich so richtig. Ja, ich auch. Direkt ausziehen. Man konnte auch Pizza oder sowas kaufen oder Popcorn vor Ort kaufen. Das musste man aber dann online schon, bevor man dort war, bestellen. Dann wurde es einem auch gebracht. Was richtig cool war echt der Sound. Das war wirklich, wirklich nice, weil der Sound war vom Radio, also man hatte eine Frequenz bekommen und dann hat man sich die Frequenz als Radio angemacht und hat dann den Sound vom Film direkt von dem Autolautsprechern bekommen, also von den zwei Seiten vorne und den zwei Seiten hinten, und das war richtig cool, das war fast wie in einem echten Kino. Vielleicht sogar besser, weil das eigene private Kino war und man sich irgendwie privater gefühlt hat und machen konnte, was man wollte. Was die auch angeboten haben, und das finde ich auch richtig cool, weil ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen meiner Batterie. Das Auto ist jetzt auch nicht gerade das jüngste. Kleine unbezahlte Werbung hier einspielen. Das war, dass sie eine Starthilfe angeboten haben, falls das Auto keinen Strom mehr hat. Ist bei uns tatsächlich nicht passiert, da hatten wir wirklich Glück. It's not a game, it's a rich game.
also es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht sogar mir mehr Spaß gemacht hat als im Kino, weil man so seine Privatsphäre hatte und es mal was anderes war und es von draußen war. Das fand ich auch wirklich sehr schön. Ja, und als es dann vorbei war, was ich auch richtig cool fand, war, dass man jederzeit hätte auch rausfahren können. Es war überall genug Platz, dass man da ohne Probleme, ohne Stau richtig gut rausfahren konnte. Das war wirklich super organisiert dort. Ja, als Fazit kann ich euch nur das empfehlen. Wirklich, macht es. Auch schon allein, wenn man etwas früher dort ist, ist es einfach auch cool, weil man gemeinsam im Auto chillt, gemeinsam isst, gemeinsam was trinkt. Also das lohnt sich auch auf jeden Fall früher hinzufahren, muss ich zugeben. Und ich freue mich, wenn ihr am Samstag dabei seid um 17 Uhr bei meinem Livestream. Ich streame nämlich von 17 bis 21, 22 Uhr, je nachdem, wie viele Leute von euch da sind. Diesen Samstag werde ich mit euch das Escape Game von Abby Dyson spielen. Abby hat ein Science-Fiction geschrieben und in ihrem Escape-Game geht es darum, eine KI zu finden, die sich im Internet verloren hat. Das heißt, wir müssen mehrere Rätsel lösen und werden von einem Block zum anderen geführt. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für meine neuen nächsten Videos. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!